Reiselied von Josef von Eichendorff. Grüß Gott, meine lieben Lyrikfreunde! Das folgende Gedicht von Josef Eichendorff ist auch unter dem Namen »So ruhig gehe ich meinen Pfad« bekannt, stammt aus seinem Nachlass und erschien posthum im Jahr 1888. Im 19. Jahrhundert zählten vor allem Bildungsreisen zur vornehmsten Verpflichtung eines jeden Künstlers. Zunächst wenden wir uns aber dem vorliegenden Werk Eichendorffs zu. Vorgetragen von Sonja Sonny Hubmann. So ruhig gehe ich meinen Pfad, so still ist mir zumut. Es dünkt mir jeder Weg gerad und jedes Wetter gut. Wohin mein Weg mich führen mag, der Himmel ist mein Dach. Die Sonne kommt mit jedem Tag, die Sterne halten wach. Und komm ich spät und komm ich früh ans Ziel, das mir gestellt. Verlieren kann ich mich doch nie, oh Gott, aus deiner Welt. Dieses Gedicht wird auch gerne in religiösen Zusammenhängen rezitiert, da es eine starke Gottvertrautheit ausstrahlt. Der österreichische Komponist Alfred Uhl vertonte diesen Text 1952, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass es vielleicht schon frühere Liedversionen gegeben hat, denn Reisen und Wandern waren immer schon eng mit Gesang verbunden. So lautet beispielsweise ein anderes Reiselied Eichendorffs, das 1826 erschienen ist. Durch Wald und Buchenhallen, bald singend, bald fröhlich still, recht lustig sei vor allem, wer's Reisen wählen will. Und so verschlug es unseren Dichter bereits als Sechsjährigen nach Prag und 1799 nach Karlsbad. Auch als Jugendlicher reiste Josef von Eichendorff durch die Lande, so etwa durch das Harzgebirge bis nach Lübeck, um dann aber doch immer wieder auf das elterliche Schloss Lubowitz zurückzukehren, da er seinem Vater in administrativen Angelegenheiten helfen musste. Um aber sein Studium fortsetzen zu können, war er aufgrund der unruhigen politischen Lage während der Napoleonischen Kriege gezwungen, gemeinsam mit seinem Bruder auf abenteuerlicher Weise und auf Umwegen durch Mähren und Österreich nach Heidelberg zu gelangen, was zur damaligen Zeit bestimmt kein Vergnügen war. Dennoch unternahm Eichendorff im Jahr 1808 eine weitere Reise, die ihn über Straßburg nach Paris führte. Diesmal allerdings zu Bildungszwecken. Obwohl mir das genaue Entstehungsdatum des gegenständlichen Gedichts leider nicht bekannt ist, so kann man sich doch vorstellen, dass ihm seine eigenen Worte immer wieder Kraft und Zuversicht gegeben haben und er sich bis zu seinem Tod im Jahr 1857 somit nie aus Gottes Welt verloren hatte.